Meine Erinnerungen an das Lager, sie fangen natürlich an, als wir dort ankamen. Und das war ja die Registration. Und dass wir dann in die Baracken mussten. Und das war für mich eine ganz schlimme Erinnerung, weil das war ich natürlich nicht gewohnt, die Baracken aus Holz und mit diesen Betten übereinander. Und dann wurden wir getrennt. Mein Vater kam in die Herrenbaracke und meine Mutter und ich in die Damenbaracke. In der Gedenkstätte Westerbork kommen die Bilder zurück. Eva Weil kam als Kind im Alter von 6 Jahren mit ihren Eltern in das KZ Westerbork in den Niederlanden. Meine ersten Eindrücke waren Kälte und ja, eigentlich ein bisschen verloren sein. Grauen und Kälte und Angst. Täglich drohte der Weitertransport aus dem Sammel- und Durchgangslager Westerbork nach Auschwitz. Eva war mit ihrer Familie von 1942 bis zur Befreiung dort. Mit großem Glück überlebten sie. Dieser Ort hier ist für mich sehr, sehr schwer auszuhalten. Die Vorstellung, dass mein Großvater hier gelebt hat und dann hier Herrscher über Gefangene war, von die er von seiner Villa sehen konnte. Und ich spüre, dass ich ein Kloß im Hals bekomme und es ja, berührt mich sehr. Anke Winter ist die Enkelin des damaligen Lagerkommandanten Albert Gemmiker. Das Haus, das er dort bewohnte, steht noch heute auf dem Museumsgelände. Mir kommen wieder diese Bilder. Ich meine, man kann ja durch das Fenster hier sich vorstellen, dass da Baracken gestanden haben, von wo aus mein Großvater ja einen Überblick hatte über das Lager, über das Geschehen und jeden Tag gesehen hat, in welchem Elend sie lebten. Es ist für mich unfassbar und ich kann es eigentlich kaum mit Worten beschreiben. Es berührt mich unglaublich und ja, eigentlich möchte ich am liebsten weglaufen gerade. Ankes Großvater Albert Gemmiker war für den Tod von 80.000 Juden verantwortlich, die er weiter in die Vernichtungslager schickte. Die Holocaust-Überlebende Eva und Anke, die Enkelin des Lagerkommandanten, lernten sich vor 2 Jahren kennen. Es war eine besondere Begegnung. Was uns verbindet, ist es die Vergangenheit. Was uns verbindet, ist, dass sie Enkelin vom Täter ist und ich bin im Lager gewesen, wo der Täter war. Das verbindet uns. Aber uns verbindet auch eine Freundschaft. Gott sei Dank, jetzt in der Jetztzeit, in der Gegenwart. In Ankes Familie gab es nur wenig Kontakt zum Großvater. Mein Großvater habe ich wahrgenommen, ich war ja noch ein Kind, als sehr strengen, distanzierten Menschen, der sehr auf Höflichkeitsform achtet. Ich kannte meinen Großvater nicht anders und habe ihn so hingenommen. Ja, er war halt nicht ein besonders herzlicher Mensch, der mich jetzt auf den Schoß genommen hätte und Geschichten erzählt. Über die Vergangenheit ihres Großvaters wusste die 56-jährige Anke lange Zeit nichts. In der Familie schwieg man darüber, obwohl sie in einer politisch aktiven, linksgerichteten Familie aufwuchs. Ich habe über meinen Großvater zum ersten Mal bewusst erfahren, wir haben in der Schule den Film Holocaust geguckt. Der hat mich sehr schockiert. Ich habe natürlich zu Hause davon erzählt. Und da hat mein Vater mir erzählt, dass da ein Filmausschnitt ist, wo auf dem Bahnhof so 3 Soldaten stehen und einer davon wäre mein Großvater gewesen. Und ich weiß selber nicht, warum. Ich habe dann gar nicht näher nachgefragt. Ich habe aber auch immer gespürt, meine Mutter sprach nicht so gerne über ihren Vater, obwohl über den Nationalsozialismus sehr viel in unserer Familie gesprochen wurde. Meine Eltern waren sehr gesellschaftskritisch. Mit Eva hingegen konnte Ankes Mutter ganz offen über die Vergangenheit ihres Nazi-Vaters sprechen.
Ich konnte mit der Tochter von Chemiker über alles sprechen. Die hat ihn verflucht und die wollte mir alles mitteilen. Nur sie wusste eigentlich von dem, was ich wissen wollte. Und das ist, hat er gewusst, was den Juden angetan wurde, was er ja immer verneint hatte. Da hat sie gesagt, ihrer Meinung nach, ein Lügner, ein Schuft. Ankes Mutter wollte nie mit ihrer Familiengeschichte an die Öffentlichkeit, schlug aber vor, dass ihre Tochter mit Eva gemeinsam über die Vergangenheit aufklären könne. Mein Großvater, da ist trotzdem noch eine große Scham in meiner Familie, dass er so viele Menschen in den Tod getrieben hat. Also, das ist, eine ganz große Scham und Wut, ein Mix aus vielen Gefühlen. Die 86-jährige Eva berichtet schon seit Jahren an Schulen vom Schicksal ihrer deutsch-jüdischen Familie, die 1933 von Kleve in die Niederlande floh, klärt über die Gräuel des Nationalsozialismus auf. An Schulen diese Vermittlungsarbeit gegen das Vergessen, für Toleranz, das ist meine Lebensaufgabe geworden. Und ich bekomme so viele gute Feedback. Das macht mein Leben schön. Denn es ist ja nichts Besseres, wenn man alt ist, ich bin 86, dass man dann noch Erfolg hat, dass die Kinder sagen, ich nehme das mit, die jungen Leute sagen, ich werde deine Zweitzeugin. Ja, denn das ist die Absicht. Ich bin eine Zeitzeugin. Aber wie lange noch? Und dann brauchen wir Leute, die die Geschichte lebendig halten. Die Vermittlungsarbeit machen die beiden nun gemeinsam. Geschichtsunterricht hautnah, persönliche, unmittelbare Begegnungen, um Toleranz und Empathie zu schaffen. Das ist ein großes Geschenk für mich, dass wir die Herzen der Menschen berühren, durch unsere persönliche Begegnung und unsere persönliche Geschichte, die wir erzählen. Eigentlich sind Anke und ich Opfer vom gleichen Mann. Für sie ist es ja viel schwieriger als für mich. Für sie ist die Vergangenheit bedrückend. Ich fühle mich befreit. Das ist ein Riesenunterschied. Ich spreche befreit. Sie muss immer wieder erzählen, wie schlecht ihr Großvater war. Die Freundschaft mit Eva ist mir unglaublich wichtig. Es ist eine ganz besondere, kostbare Freundschaft für mich geworden. Weil wenn ich Eva nicht getroffen hätte und sie mich auch nicht immer wieder angestupst hätte, wäre ich nie in diese Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte gegangen. Es ist der Prozess der Auseinandersetzung gleichzeitig, der zwar schmerzhaft ist, manchmal, aber auch jetzt immer ein bisschen leichter wird und der mir etwas Leichtigkeit in mein Leben zurückbringt.